17. Oh, da ist ja gar nichts drin. Ja. Doch, es geht nur ein bisschen schwierig rausnehmen. So. Ein spezielles Fläschchen. Wow, dafür ein schönes. Sau St. Laurentius. Bülach, Kanton Zürich sind die. Und das ist jetzt das IPA von ihnen. Mhm. Also auch wieder ein schön kräftiges, bitteres Bier. Hopfenbetont. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Pale Ale und einem IPA? Das habe ich mal ganz verstanden. Die sind eigentlich miteinander verwandt oder historisch bedingt. Früher haben wir auch ein Bier von England in die Kolonien, beispielsweise auf Indien, da. Das ist immer kaputt gegangen. Man hat aber gewusst, dass Alkohol und Hopfen natürlich ein Konservierungsmittel ist. Mhm. Also hat man es ein bisschen stärker gemacht und ein bisschen mehr Hopfen gehauen. Und so ist eigentlich das India Pale Ale entstanden. Also wenn du daran schmeckst, dann hast du auch wieder die fruchtigen Aromen. Und wenn du jetzt aber einen Schluck nimmst, hast du die schöne Bittere. Und die ist so klassisch für ein IPA. Okay. Ja.